mit Olivenöl und Oliven bin ich groß geworden. Diese Kindheit hat mich extrem geprägt, weil der Baum selber braucht nicht viel, aber er ist ein Zeichen der Kraft. Die Region und der Baum gehören zusammen. Ich habe Glück gehabt, in Deutschland studieren zu können. Ich habe im IT-Bereich gearbeitet, als Ingenieur, aber ich habe meine Region nie vergessen, in Marokko. Ich habe diese Natur nicht vergessen, ich habe diese Großzügigkeit, die Menschen nicht vergessen. Und deswegen wollte ich unbedingt in meine Region was zurückgeben. Das bin ich als kleiner Junge mit meinem Onkel. Von meinem Onkel habe ich Menge gelernt. Er hat immer gesagt, ja, du schaffst das, du machst das, mach weiter und darfst du niemals aufgeben. Ich habe definitiv Potenzial gesehen in Olivenbaum. Wir haben eine Region in Marokko, die reich ist an Wildwuchs-Oliven. Warum sollten wir nicht auch hochwertige Olivenöl in Marokko produzieren? Und ich habe gesagt, bevor ich was falsch mache, ich kann von anderen lernen in Toskana. Nicht, weil die beste Olivenbaum haben, nur weil das beste Wissen haben. Tim hat uns in Beratung unterstützt. Die waren für uns immer da, wenn wir Fragen gehabt haben. Von Idee oder von der Gründung bis zur Umsetzung in Marokko. Am Anfang haben alle Leute gedacht, hey, der Mann spinnt und er ist verrückt. Kein Mensch hat daran geglaubt. Aber wenn die Leute verstanden haben, was ein qualitatives Olivenöl ist, dann fangen sie erstmal zu sagen, okay, lass uns einfach das herstellen. Durch unsere Sensibilisierung müssen sie erlernen, wann man ernten soll. Dann müssen sie auch erlernen, am besten sanft ernten und auch nicht irgendwo in Säcke liegen lassen, sondern am besten in gelüftete Kisten und danach auch in die Presse bringen. Und die Presse muss bestimmte Voraussetzungen haben. Umwelt schonen, das ist für uns sehr wichtig, bedeutet, wir verbrauchen 80% weniger Wasser als herkömmliche andere Anlagen. Einmal versuchen wir erstmal mit den Oliven von unserer Familie zu arbeiten. Und zweiter Faktor, versuchen wir einfach eine Partnerschaft mit dem Bauer zu machen. Bei uns, die Bauer, die bekommen eine Vergünstigung, um unsere Anlage zu benutzen. Und dadurch entsteht ein qualitativ Olivenöl. Also insgesamt, die haben bestimmt ein Drittel oder sogar mehr in der Tasche als früher. Das ist ein Traum, wenn wir einen Beitrag hier leisten, die Armut zu minimieren. Mein Onkel von früher ist jetzt der Produktionsleiter von unserer Produktion. Das Foto steht für die Kraft, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz.